Willkommen beim FPÖ-TV-Magazin mit folgenden Themen. Die Grünen stehen im Verdacht, gegen das neue Parteienfinanzierungsgesetz verstoßen zu haben. Bundeskanzler Faymann feiert seinen Umfaller beim EU-Budget. Der ORF schützt ihn vor sich selbst. Beim traditionellen Aschermittwochstreffen in Ried nahm HC Strache die politischen Mitbewerber aufs Korn. Das neue Parteiengesetz soll seit dem Vorjahr für Sauberkeit und Transparenz bei den Finanzen der politischen Parteien sorgen. An vorderster Front agierte die selbsternannte Saubermann-Partei der Grünen bei der Erstellung der Richtlinien. Behandelt werden sollten verbotene Spenden nach ihrer Vorstellung sogar vom Strafrichter. Nun sind es aber gerade die Grünen, die als erste durch Unkorrektheiten im Umgang mit ihren Parteifinanzen auffallen. Eine anonyme Anzeige gegen sie liegt bereits vor. FPÖ-TV hat recherchiert und die sachkundige Meinung des ehemaligen Verfassungsgerichtshofpräsidenten Ludwig Adamovic eingeholt, der dem Transparenzsenat zur Überwachung des neuen Gesetzes vorsteht. Das seit dem Vorjahr geltende Parteiengesetz beinhaltet ganz konkrete Verordnungen und Transparenzregeln für die politischen Parteien und ihre Finanzen. Verboten ist demnach ganz eindeutig eine sogenannte Querfinanzierung von einem Parlamentsclub zur Partei. Die Grünen jedoch scheinen nun doch nicht mehr allzu viel von ihren eigenen Sauberkeitsansprüchen zu halten und haben im Rahmen ihres Internetauftritts offenbar bereits mehrfach gegen das junge Gesetz verstoßen. So ist etwa die Homepage der Grünen Bundespartei betrieben vom Grünen Parlamentsclub. Das stellt auf Basis dieses neuen Parteiengesetzes eine verbotene Spende dar und ist eigentlich strafrechtlich zu sanktionieren. Und einen ähnlichen Fall haben wir bei der Homepage Stopp die Rechten. Dort hat man einen etwas intelligenteren Weg gewählt, nämlich einen Weg der Vertuschung, dadurch, dass man die Grüne Bildungswerkstatt offenbar dazwischen geschoben hat. Dort entstand durch die Anzeige und durch unsere Recherchen, zu denen die Grünen nicht Stellung nehmen wollten, offensichtlich ein Unrechtsbewusstsein. Das Impressum wurde kurzerhand geändert. Der unabhängige Parteientransparenzsenat unter dem Vorsitz des ehemaligen Verfassungsgerichtshofspräsidenten Ludwig Adamovic ist jenes Gremium, welches über etwaige Sanktionen zu entscheiden hat. Eine anonyme Anzeige gegen die Grünen liegt ja bereits vor. Handelt es sich bei den grünen Fällen um illegale Parteienfinanzierung? Und wenn ja, was sind die möglichen Konsequenzen? Es gibt Geldbußen und es gibt Verwaltungsgeldstrafen, die zu verhängen, ja, dieser Senat geschaffen worden ist. Die Frage ist natürlich, wann, in welcher Form wird das aktuell. Die Grünen sind die Ersten, die CETA und Mordio schreien, wenn sie irgendwo den Verdacht einer illegalen Parteienfinanzierung und einer Ungereimtheit wittern. Jetzt liegen zwei Fälle auf dem Tisch, wo wir den Grünen nachweisen können, aufgrund dieser anonymen Anzeige auch, dass sie gegen diese Bestimmungen des Parteiengesetzes verstoßen. FPÖ-TV hat sich als erstes Medium an den Senat gewandt, um dessen Rolle auch in schon aktuellen Fällen wie dem der Grünen zu hinterfragen. Ich kenne diese Anzeige und die Mitglieder des Senates kennen sie auch. Inhaltlich will ich mich natürlich darüber nicht äußern. Das Bundeskanzleramt hat diese Anzeige dem Rechnungshof weitergeleitet und man wird sehen, was der damit macht. Inwiefern das neue Parteiengesetz tatsächlich Zähne hat und Sanktionen auch greifen können, wird sich erst weisen. Viele Fragen sind noch zu klären. Man muss ja zwei Dinge unterscheiden. Nämlich die Frage, kann der Senat überhaupt nur auf Initiative des Rechnungshofes tätig werden? Und die zweite Frage, kann der Rechnungshof seinerseits die Frage der Spenden und die Frage der möglichen Überschreitung von Wahlkampfkosten nur geltend machen im Zusammenhang mit den jeweiligen Rechenschaftsberichten oder allenfalls auch außerhalb davon. Ob unbewusst oder gewollt, beim Parteiengesetz scheint die Sanktionierbarkeit nicht ganz so einfach. Aber wie so oft steckt natürlich der Teufel im Detail. Und gibt es Interpretationsfragen? Und ich darf nur daran erinnern, dass die Grünen in den Verhandlungen zum Parteiengesetz diejenigen waren, die das alles unmittelbar und in Windeseile immer vom Strafrichter behandelt wissen wollten. Und jetzt erwarte ich mir mal, dass auch das Gesetz in der vollen Härte gegen die Grünen zuschlägt. Nach dem EU-weiten Pferdefleischskandal fordert die FPÖ neben DNA-Tests auch eine lückenlose Rückverfolgbarkeit von Fleischprodukten. Die Produktionsketten müssten transparent gemacht werden und die großen Handelsketten für die Qualität ihrer Produkte einstehen, die sie unter eigenem Namen vertreiben. Speziell unter die Lupe nehmen sollte die EU in der Werbung angepriesene Billigsprodukte, fordert der freiheitliche EU-Mandatar Franz Obermayr. Die
Verwendung einer anderen Art von noch dazu medikamentenverseuchtem Fleisch sei kein Kavaliersdelikt, sondern Betrug am Konsumenten und ein Angriff auf seine Gesundheit. Auf Initiative der SPÖ fand am Dienstag eine Sondersitzung des Nationalrats statt. Die Kanzlerpartei wollte ihren Vorsitzenden für dessen Auftritt bei den EU-Budgetverhandlungen in Brüssel feiern. Dabei ist das Ergebnis katastrophal. Österreich zahlt künftig mehr und bekommt weniger zurück. Und während Faymann unser Geld verschenkte, sagte er dem ORF, er sei traurig, die Eröffnung des Opernballs zu verpassen. Anstatt des Kanzlers seltsame Prioritäten öffentlich zu machen, ließ der ORF diesen skandalösen Satz im Archiv verschwinden. FPÖ-TV hat ihn trotzdem aufgespürt. EU-Gipfel in Brüssel. 26 Staats- und Regierungschefs verhandeln hart über den Beitrag ihrer Länder zum EU-Budget. Nur einer hat am Abend des 7. Februar ganz andere Sorgen. Werner Faymann. Dass ich traurig bin darüber, die Eröffnung des Opernballs zu versäumen, das kann ich Ihnen versichern, weil die habe ich eigentlich immer mit viel Freude angesehen. Und da wünsche ich natürlich auch allen Zuseherinnen und Zusehern eine gute Unterhaltung. Das ist schon eine Meisterleistung. Dieser Satz, der die Abgehobenheit Faymanns gegenüber den Bürgern wohl zeigt wie kaum ein anderer, entstammt einem 5-minütigen Interview mit dem ORF. Daher ging ihm Staatsfunk nie auf Sendung. Dass wir ihn trotzdem zeigen können, liegt daran, dass das Interview im Presseportal der EU-Kommission für Journalisten zum Download zur Verfügung steht. Die Brüssel-Korrespondentin hat offenbar ihren Spaß an Faymanns Opernball-Sehnsucht. Polonaise verpasst sie. Cornelia Primosch gab auf die Mail-Anfrage von FPÖ-TV, ob sie es als ihre Aufgabe sehe, den Kanzler vor peinlichen und gegenüber den Steuerzahlern höchst undiplomatischen Aussagen zu schützen, keine Antwort. Die geplante Faymann-Show im Parlament durchkreuzte indessen die FPÖ und beantragte angesichts des Verhandlungsdebakels Neuwahlen. Mit diesem für den österreichischen Steuerzahler verheerenden Ergebnis hat sich der Herr Bundeskanzler jedenfalls als super Verhandlungsniete erwiesen und wird nach seiner Abwahl im Herbst nicht nur als unfähigster Bundeskanzler, sondern auch als der teuerste Kanzler Österreichs in Erinnerung bleiben. Werner Faymanns Dauernicken in Brüssel kostet die Steuerzahler in den nächsten Jahren zusätzliche 800 Millionen Euro bei gleichzeitiger Kürzung der Förderungen für Österreichs nachhaltige Landwirtschaft. Dafür mitverantwortlich ist für HC Strache auch der Koalitionspartner ÖVP. In Wahrheit steckt die ÖVP bei den Erhöhungen der Nettobeiträge mit der SPÖ vollinhaltlich unter einer Decke. Und da ist jede Ziffer, egal ob vor oder hinter dem Komma, koalitionär abgebackelt. Denn noch vor wenigen Monaten habe die ÖVP mehr Zentralismus in Vereinigten Staaten von Europa gefordert, erinnert der FPÖ-Obmann. Vor Vizekanzler Spindeleckers Vetodrohung habe sich in der EU daher niemand gefürchtet. Faymanns Umfaller in Brüssel war auch beim politischen Aschermittwoch der FPÖ in der Jantonhalle in Ried eines der zentralen Themen. HC Strache stellte deutlich den Kanzleranspruch und nahm die politische Konkurrenz aufs Korn, auch wegen ihrer EU-Hörigkeit. Wer hat uns Österreicher auch diesmal verraten? Richtig, es waren die Sozialdemokraten. Und wer war verlässlich auch diesmal dabei? Richtig, es war die Volkspartei. 2000 Gäste stimmten HC Strache in Ried begeistert zu, als er die Ergebnisse und vor allem das Auftreten des Kanzlers in Brüssel charakterisierte. Da ist es besser, die liegende Position einzunehmen, als auf beiden Beinen stehen zu bleiben. Das ist die richtige Strategie im Umgang mit Krampfadern. Aber doch nicht für Verhandlungen, wenn es um unsere österreichischen EU-Beiträge geht. Und der Herr Faymann ist ja wieder einmal im Liegen umgefallen und ich frage daher, wäre es nicht gescheiter, solange er noch Bundeskanzler ist, dass er in Zukunft sich gleich mit einer Tragbare zu EU-Verhandlungen hineintrunken lässt, dann braucht er nicht mehr umfallen. Faymann sei der einzige Politiker, der es geschafft hat, mehr Versprechen zu brechen als abzugeben. Gebrochene Versprechen, Herr Bundeskanzler, sind gesprochene Verbrechen und auf diese Form von Verbrechen steht die demokratische Abwahl. Strache präsentierte sich als Alternative und stellte klar den Kanzleranspruch. Die kernige Rede und die Stimmung in Ried lassen erahnen, dass das möglich ist. Ich bin zuversichtlich für die diesjährige Wahl 2013. Es wird ein tolles Jahr werden und es war wirklich eine tolle Veranstaltung. Die Stimmung war hervorragend und die Oberösterreicher sind sowieso die Besten. Darum heißen wir auch Oberösterreicher. Tolle Veranstaltung. Der Aschermittwoch gehört zu unseren besten Veranstaltungen und ich freue mich jedes Jahr, wenn ich in die Halle einziehen darf.
Es hat eines gezeigt, dass wir freiheitlich in der Lage sind, Anständigkeit und Ehrlichkeit wieder in der Politiklandschaft einziehen zu lassen. Und genau das, was heute hier stattgefunden hat, die Ehrlichkeit, Anstand, Bodenständigkeit einziehen zu lassen, hier in Oberösterreich, werden auch wir in Salzburg wieder einziehen lassen. Es war wirklich eine tolle Veranstaltung, wirklich toll. Vor Salzburg sind zunächst am 3. März Niederösterreich und Kärnten mit Wahlen an der Reihe. In Kärnten rechnet Strache mit einem Erfolg von Landeshauptmann Gerhard Dörfler. Die Konkurrenz ist blass. Und die Grünen werden nicht einmal in der Heimatgemeinde von der Frau Klawischnik gewählt. Ja, das will was heißen, die kennen die Klawischnik nur zu gut. Ja, kein Wunder. Und der rote Hoffnungsträger, ein gewisser Herr Kaiser, ich sage euch, der vermittelt ja in Wirklichkeit nicht einmal das Prickeln eines abgestandenen Mineralwassers. In Niederösterreich, wo der höchste Berg neuerdings der Schuldenberg ist, sagt Strache dem geradezu absolutistisch regierenden Erwin Pröll den Kampf an. Wir sollten ihn zusammenstutzen auf ein erträgliches Maß, bevor er in seiner Überheblichkeit noch auf die Idee kommt, vielleicht einen Antrag auf Heiligsprechung zu stellen, der Herr Pröll. Oder vielleicht kommt er sogar noch auf die Idee, Pharao von St. Pölten zu werden. Oder am Ende will er vielleicht sogar noch als Papst kandidieren, liebe Freunde. Also ich glaube, es ist Zeit, solche Großkopferten einmal auf den Boden der Realität zurückzuholen. Besagter Erwin Pröll steht im Wahlkampf massiv unter Druck. Nach Spekulationsdebakel und Schuldenlawine gerät nun auch die Asylpolitik der ÖVP ins Visier. Nach der Entlastung des Erstaufnahmezentrums Dreiskirchen durch Aufteilung der Asylbewerber auf die Bundesländer ist es nämlich Niederösterreich, das seine Quote nicht erfüllt. Weitere Quartiere sind daher geplant, doch die Landeshauptmannpartei hüllt sich in Schweigen, wo sie entstehen sollen. Die Pröll-ÖVP besorgt ihnen neue Nachbarn, warnt daher die FPÖ die Bevölkerung. Sie fordert die Wahrheit vor der Wahl und ein Ende der Asylpolitik hinter dem Rücken der Bürger. Der ORF reagiert auf den massiven Seherschwund und nimmt Anleihen bei FPÖ-TV. Künftig erscheint die Zeit im Bild in Blau als ZIP-Magazin. Ähnlich wie im FPÖ-TV-Magazin sollen dem Zuseher nun auch Hintergründe und Zusammenhänge vermittelt werden. Damit verabschieden wir uns bis nächsten Donnerstag. Das FPÖ-TV-Magazin sehen Sie wie gewohnt ab 11 Uhr. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und auf Wiedersehen.